Klick. Ja, hallo, herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal. Heute wieder ein Flugabenteuer. Und zwar wollte ich wieder den Volo City mal auspacken. Das nehmen wir uns von der Lackierung. Ja, nehmen wir mal hier das normale Lackierung. Gewicht. Nutzlastpilot. 90 Kilo. Schmerzpunkt, da mal das gut aus, volle Anpassung. Kennzeichen. Ja, jetzt werden wir einfach hier mal in Russland fliegen. Nämlich in Moskau. Airport, ne, um nicht reinfliegen. Und zwar hier vom Parkplatz. Die haben es jetzt schon dunkel, sonst müssen wir ein bisschen hell stellen hier. 12:30 Uhr UTC. 960 und wollen wir jetzt einfach mal zum Kreml fliegen. City. Darf mal schauen. Ja, muss ich uns wieder mal anschauen. Ich bin schon mal da lang geflogen mit dem Hubschrauber. Was macht man aktuell mit dem Volo City? Ja, sind wir schon am Flughafen. Bereit zum Fliegen Vnukovo. Da steht unser Volo City. Mal das einschalten hier. Boden. Vnukovo Ground, Pits Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra with Charlie request taxi for takeoff touch and go. Das einschalten. Halten auf Piste 24. Taxi. Short runway 24 via taxiway Alpha 2 Pits X-Ray Golf Sierra. Okay. Fliegen Sie erstmal Richtung Moskau rein. Dann können wir schon die Hochhäuser sehen. Speed hier. Typischer Hochhäuser-Blockbauweise. Jetzt sehen wir schon Kreml-Heliport.
Kann man mal hinfliegen. Die Engine-Anzeige geht gar nicht richtig. Riesige Bodenblocksanlagen, ja. So, die anderen Flugzeuge alle. Bahnhof hier. Riesige Wohnblocksiedlungen. Einfach Wahnsinn. Sechzig Schnötchen haben wir drauf. Straßen hier um die Stadt herum. Es gibt halt auch eben Microsoft ein Mod, das man häufig erwerben muss von Moskau, wo man dann die ganzen Sehenswürdigkeiten drin hat, Kreml, und hinten auf 11 Uhr sieht man dann die ganzen neuen Hochhäuser. Und hinten das Gebäude mit dem spitzen Dach, dann gleich kommt es, die Universität.
Ah, die Universität. Riesengroßes Gebäude. Stamm. Also das Stadion, da drüben nochmal die riesigen neuen Bauten. Ja. Fluss. Legen wir einfach mal lang. So, sind wir schon 5 Kilometer weg. Können wir schon den Fernsehturm sehen, war mal das größte Gebäude der Welt gewesen, meinte ich. Die neuen Gebäude hier. Und ja, wir werden jetzt mal uns den roten Platz anschauen von oben. Ein Gebäude hier. Teleportstrahl, sogar ein Heliport am Fluss. Kirche, 5, 9 Uhr, 11 Uhr. Flussschiff, Kreuzfahrt. Denkmal hier. Hier kann man den Kreml schon sehen. Der rote Platz.
einfach im Kreml rum hier. Das ist der Heliport. Oh, steht ein Auto. Ich weiß, ob es noch steht, wenn wir dort nochmal landen. Der rote Platz hier. Die Kathedrale, wie man so sieht. Kaufhaus kommen. 3 Uhr. Und dann immer die Paraden abgehalten. Das Lenin Mausoleum. Alles hier mit Gold geschichtet. Tasche. Okay, dann machen wir den Hubschrauberlandeplatz. Alle Stelle mal da und mal gucken, wer das ist, ja. So, weiter. Okay. Und fliegen jetzt wieder. Diese hohen Gebäude, guck es dir mal an.
So, wenn wir mal uns die Gebäude anschauen. So riesige Gebäude hier neu erstellt. Das ist Skyline. Schwarzer Turm da hinten ist. Zum Turm hier, zum Stadion, die Rüdiger Arena,
Ja, war eine coole Alternative hier. Man kommt ratz, ratz, hin und her. Straßen von Moskau sind immer vollgestopft. Fernsehturm, ja. Das war zur Landung ansetzen. Okay. Aus die Maus. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war spannend wieder und werden jetzt hier das Video beenden.